Kapitel 28. Der Gott der Zerstörung. Das große Finale. Kurz zuvor, in Günthers Seele, Günthers Sicht. Ich bekam nicht viel mit, außer dem Lärm außerhalb. Ich hatte mich schon lange in die Tiefen meiner Seele zurückgezogen. Ich fühlte mich immer noch so dumm dafür, auf so einen Trick hereingefallen zu sein. Denn, wie war ich überhaupt an diesem Punkt gelandet? Nun, ich ging meinem Leben in der Menschenwelt nach, Tag für Tag. Doch eines Tages, im Traum, ereilte mich ein Hilferuf aus der Welt der Pokémon. Ich dachte erst gar nicht nach und stimmte sofort zu, dorthin zu reisen. Und kaum war ich angekommen, hatten Nick Crossma und die dunkle Materie mich umzingelt. Ich wurde durch einen Hinterhalt in diese Welt gelockt, wozu genau die beiden, die eindeutig wieder auf einer Seite standen, mich nun brauchten, wusste ich allerdings nicht. Aber dass es nichts Gutes sein würde, war keine Frage. Jedoch wusste ich auch, dass meine Freunde irgendwie involviert werden würden. Und ich setzte mein volles Vertrauen in sie. Sie würden Nick Crossman die dunkle Materie ein weiteres Mal bezwingen. Doch auf einmal verschwand das Einzige, was mir so im Inneren Gesellschaft leistete. Die Determination. Doch gleichzeitig fühlte ich die dunkle Materie schwinden. Wieso ich selber nicht die Kontrolle übernahm, verstand ich erst, als ein dunkler Nebel sich über diesen Ort legte und eine Stimme begann zu sprechen. Günther, so treffen wir uns. Ich war sofort feindselig, da ich genau spürte, dass dieses Wesen alles andere als auf meiner Seite stand. Was willst du? Verschwinde wieder! Verschwinden? Ich denke, du verstehst hier etwas falsch. Nick Crossma hat ganze Arbeit mit meiner Wiederbelebung geleistet. Und nun wirst du verschwinden. Dein Körper ist nicht länger dein. Dieser Körper gehört nun dem Boten der Welten. Bote der Welten, wovon redest du? Ach stimmt, ihr närrischen Sterblichen nennt mich ja lieber den dunklen Gott. Aber es ist mir egal, wie ihr mich nennt. Ich bin nicht für meine Identität, sondern für mein Ziel. Und dieses Ziel werde ich erfüllen. Doch dazu benötige ich eine mächtige Hülle als Körper. Deinen Körper. Der dunkle Gott. Na super, weil meine Lage nicht schlimm genug war. Du wirst diese Hülle niemals bekommen. Ich werde um sie kämpfen. Ach Günther, als wäre mir das nicht bewusst. Ich kenne dich. Ich kenne deine Freunde, ich kenne alle Pokémon. Du bist meiner Macht nicht gewachsen. Aber du wirst wohl nicht aufgeben, bevor ich dir das nicht bewiesen habe. Also viel Spaß in deiner persönlichen Hölle. Der eigenartige dunkle Nebel sammelte sich an einem Punkt und bildete eine formlose Gestalt. Was dieses Etwas war, war nicht zu bestimmen. Doch es ließ sich keine Zeit. Oder eher mir, was genau es tat. Ich hatte keine Ahnung, ich verstand nicht eine Bewegung. Nichts, was der dunkle Gott tat, ergab Sinn. Und doch funktionierte es irgendwie. Ich konnte nicht einmal angreifen. Ich wurde von Angriffen getroffen, die ich nicht einmal sehen konnte. Dieser Kampf war nicht nur ungleich. Er war schlicht ungewinnbar. Nicht einen einzigen Treffer konnte ich landen. Spürst du denn nun endlich die wahre Macht? Spürst du die unsterbliche Finsternis? Günther, eure Bemühen waren von Anfang an sinnlos. An diesem Punkt könnt ihr nur noch scheitern. Meiner Macht ist keiner gewachsen. Eure Reise endet hier. Und vor allem endet deine Reise, Günther. Ohne etwas tun zu können, wurde die Welt um mich herum schwarz. Dieser Feind war zu mächtig. Dieser Feind, war er vielleicht wirklich unbesiegbar? Auf der Spitze des Turms der Götter, Latias Sicht. Die pechschwarzen Augen des finstersten aller Götter starrten in unser aller Seelen. Beim alleinigen Anblick dieser Macht entschieden sich Yveltal und Giratina zum Rückzug. Mit jeglicher Art von Treue oder Loyalität uns gegenüber
war von den beiden wohl nicht zu rechnen. Doch dass sie sich so einfach zurückzogen. Auf einmal fühlte sich unsere Überzahl völlig nutzlos an. Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe bezüglich meiner Rückkehr. Jedoch denke ich nicht, dass ihr die Bereitschaft einer freiwilligen Trennung habt. Und dementsprechend muss eure Reise hier enden. Der wahren Gerechtigkeit darf nichts im Wege stehen. Im nächsten Moment schienen alle Sterne am Himmel zu verschwinden. Die Nacht wurde schwarz. Die dunkelste Finsternis brach herein. Mit 22 Pokémon hatten wir den Turm bestiegen. Mit 14 begann die letzte große Schlacht. Eine Schlacht, in der es schien, als wäre bereits alle Hoffnung für uns verloren. In der Nacht war die Kraft des dunklen Gottes unvorstellbar. Doch irgendwie Zeit bis zum Sonnenaufgang schinden, würde uns nicht helfen. Denn selbst die Macht des Lichtes nutzte dieses Monstrum zu seinen Gunsten. Nick Schorsma, gib mir die Kraft zurück, welche ich dir vor so vielen Jahren verlieh. Sogar Nick Schorsma selber wirkte fassungslos. Doch nicht, weil er seine Macht nicht abgeben wollte. Die Macht... Diese Macht stammt aus deinen Händen. Natürlich, all deine Macht stammt aus meinen Händen. Du solltest das wissen. Nicht nur die Macht, die dunkle Materie zu bilden, gab ich dir. Auch die Kraft der Ultra-Entwicklung war mein Geschenk. Und für diese Schlacht verlange ich es zurück. Immer deutlicher zeigte sich die grenzenlose Macht des Götterboten, wie er selber sich bezeichnete. Hatte er wahrlich jede dunkle Kraft in dieser Geschichte erschaffen? Nick Schorsma zögerte nicht einen Moment, bevor er dem Befehl seines Gottes gehorchte. Selbstverständlich, o Erhabener! Unmengen an dunkelsten Schatten strömten aus dem Körper des Verräters. Seine mächtige Form schwand, als seine Kraft in Günthers Körper floss. Wobei dieser Körper nun nicht mehr Günther gehörte. Und nun, mit der Kraft, welche nun all die Zeit Nick Schorsma gehört hatte, würde selbst dieser Körper noch mächtiger werden. Und dies bewahrheitete sich schnell. Die lila Färbung wurde plötzlich pechschwarz. Das lila Kanimani vor uns absorbierte jegliche Kraft, die Nick Schorsma abgab. Im selben Moment wuchs der kleine, unbedrohliche Körper heran. Das Kanimani wurde zu einem Impagator. Adern, die aussahen, als wären sie gefüllt von Licht, breiteten sich auf dem muskulösen Körper aus. Dass Nick Schorsma schwächer wurde, brachte uns keinen Vorteil, da seine Kraft nun im Besitz eines noch mächtigeren Wesen war. Immer noch spüre ich die fehlende Macht. Noch bin ich nicht vollständig. Dieser Körper gibt mir nicht, was ich mir erhoffte. Doch vielleicht ändert sich das ja nach etwas Eingewöhnung. Und diese Eingewöhnung werde ich nun bekommen, in einem kleinen Kampf. Auch wenn die Aufstellung natürlich etwas unfair ist, meint ihr nicht? 14 gegen 2, wobei Nick Schorsma auch nur als ein Halber zählt. Und ich 1,5 ausmache. Ich meine, wie wollt ihr bei dieser Aufteilung denn irgendetwas ausrichten? Der dunkle Gott wirkte mehr als nur selbstsicher. Er zeigte eine unfassbare Arroganz, welche jedoch ein großes Problem bot. Denn sie war gerechtfertigt. Doch vielleicht dachte ich auch viel zu pessimistisch. Immerhin hatten wir viele mächtige Krieger auf unserer Seite. Und der Götterbote selbst meinte vor Sekunden noch, dass er seine wahre Macht noch nicht habe entfalten können. Mit viel Mühe und viel Glück könnten wir vielleicht doch irgendwie etwas ausrichten. Vielleicht, nur ganz vielleicht, war die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Doch es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Und endlich begann die große Schlacht gegen den dunklen Gott. Und Nick Schorsma war wohl auch noch dabei, aber dieser war eindeutig in den Hintergrund gerückt. Doch auch wenn er nun nicht mehr im Rampenlicht stand, stand Nick Schorsma immer noch als Diener des Gottes gegen uns. Das Brennen in seinen Augen verriet all seine Gedanken. Bei unserem letzten Treffen ging es ihm um blinde Rache. Dieses Mal verfolgte er ein größeres Ziel als eine einfache Revanche.
Dieses Mal hat er alles gegeben, um den Tyrannen wiederzubeleben, welchem er offensichtlich schon lange zur Seite stand. Und nun war er bereit, auch seine Rache zu bekommen. Seine Rache an denen, die er verraten hatte. Der dunkle Gott zeigte in Sekundenbruchteilen seine Macht, mit eigenartigen Angriffen, welche nicht aus dieser Welt wirkten. Doch ganz verloren wirkte dieser Kampf trotzdem nicht. Denn Ivy realisierte schnell, was genau der größte aller Feinde tat und bekämpfte ihn mit seinen eigenen Waffen. Die Techniken des Gottes glichen den Techniken, die Ivy aus dem Erbe der Drachenblutlinie zog, fast 1:1. Irgendwie mussten diese Kräfte aus derselben Macht entspringen. Und schon stellte sich die nächste Frage. Was war das Verhältnis zwischen dem dunklen Gott und dem Schattendämon von vor ewiger Zeit? War auch er eine Erschaffung des dunklen Gottes gewesen? Doch dann stünde die Frage, weshalb er sich nun mit dunkler Materie zufrieden geben würde, während der Dämon um Welten stärker war, vielleicht sogar ähnlich stark wie der dunkle Gott selber. Irgendeine Verbindung zwischen den beiden musste es geben. Irgendeine Verbindung, die wir uns nicht erklären konnten. Doch zusammen mit Spark und Groudon konnte Ivy zumindest gut Zeit gegen das Monstrum schinden. Der Rest von uns wollte schnellstens Necrozma ausschalten, damit wir anschließend den Fokus komplett auf den Götterboten legen könnten. Die drei alleine in die Schlacht ziehen zu lassen, war zwar extrem riskant, doch es war unsere beste Chance. Nun, eigentlich war der Plan ohnehin anders gewesen, aber wir hatten Spark nicht dazu bringen können, uns gegen Necrozma zu helfen. Wobei er Ivy natürlich ganz sich selbst hätte überlassen müssen. Naja, nicht ganz, aber Spark hatte dieses Argument nicht überzeugt. Gerade Sumpex schien gegen Necrozma alles geben zu wollen, was er konnte. Auch Shinux, welcher wieder seinen Platz an Blutklinges Träger abgegeben hatte, tat sein Teil zum Sieg gegen einen nun beinahe hoffnungslosen Necrozma. Und dieser Sieg war eindeutig auch nur eine Frage der Zeit. Zwar war er stärker geworden, doch ohne die Kraft der Ultraform oder die der dunklen Materie war Necrozma uns einfach um Welten unterlegen. Und Sumpex, nach all den Jahren immer noch auf Rache für seinen Bruder aus, sah seine Chance für einen finalen Schlag. Necrozma ging zu Boden. Seine Reise endete an dieser Stelle. Auch wenn Sumpex die Sache nicht ließ, bis er sich sicher war, dass Necrozma nie wiederkehren würde. Komm nicht wieder zurück. Du kannst deiner gerechten Strafe nicht entgehen. Und nun verschwinde. Für immer. Necrozmas Tod war definitiv ein Sieg für uns. Nur, wie viel brachte er uns? Necrozma war nichts weiteres mehr als ein Scherge. Und ich bemerkte, wie vor allem Ivy bereits schwächelte. Ihre Kraft war einfach nicht ausreichend. Und das, obwohl außerhalb der Zerrwelt Ivy eine der stärksten Kriegerinnen der Welt war. Hofft ihr immer noch auf euren Erfolg? Glaubt ihr immer noch an euren Sieg? Weshalb seht ihr denn nicht einfach die Wahrheit? Eure Mühen sind umsonst. Schließt euch meiner Mission an und kämpft für die Gerechtigkeit. Ihr könnt wahrlich Helden werden. Helft mir in der Schlacht gegen den falschen Gott oder sterbt hier durch meine Hand. Wir werden uns nicht gegen unsere eigene Welt stellen. Beende deinen Wahnsinn. Ich erwartete kein Verständnis und keine Zustimmung. Und genau dies erhielt ich auch. Ihr seid diejenigen, die sich vom Wahnsinn steuern lassen. Euer falscher Gott lässt euch seinen Krieg führen, in der Hoffnung, keinen Finger mehr rühren zu müssen. Doch es war nicht zu erwarten, dass ihr irgendwann beginnt zu verstehen. Dann trefft nun euer Ende. Anstatt dass der Kampf sich zu unseren Gunsten drehen würde, nun wo wir alle gegen einen kämpften, schien es noch hoffnungsloser als Ivys Schlacht zuvor. Erst nun schien der Gott seine Macht wahrlich entfalten zu wollen. Es war eine Schlacht gegen einen unsterblichen Feind. Ein Kampf ohne jegliche Chancen auf den Sieg. Als die Lage kritisch wurde, sanken auch unsere Zahlen, als Bulbi und Funkherz sich zurückzogen und Spark die schwer verwundete Ivy aus der Reichweite des Gottes zog. Und doch schien unser Feind unzufrieden. Halt!
Es reicht. Dieser Kampf, er soll von mir nicht gewonnen werden. Es soll einfach nicht sein. Ich hatte gehofft, dass dieser Körper mir die Kraft geben würde, nach der ich so sehr suche. Doch ich wurde enttäuscht. Meinen wahren Körper verlor ich vor Urzeiten. Die gesuchte Macht blieb mir versiegelt. Ich kann euch bezwingen, doch inwiefern hilft mir das weiter? Ihr seid nicht diejenigen, die fallen müssen. Euer Gott ist es. Und für meine Schlacht gegen ihn, diese Kraft reicht einfach nicht. In dieser Zeitlinie habe ich keine Chance auf den Sieg. In dieser Zeitlinie bin ich gescheitert. Das Sternenlicht hat den Krieg gewonnen. Als würde es seine Aussage untermalen wollen, kehrten die Sterne zurück an den Himmel. Meine Niederlage ist nicht endgültig. Wir werden uns wiedersehen. Und dann wird Omegon fallen. Auf bald, meine Freunde oder Feinde. Was auch immer ihr euch entscheidet zu sein. Aus einer eigenartigen Bewegung heraus begann die Erde zu beben. Die gesamte Welt, alles um uns herum, schien zu zerfallen. Hallo, bist du wach? Ist alles in Ordnung? Dies waren die ersten Worte, die ich hörte, als ich in diese Welt kam. Also, weshalb hörte ich sie ein weiteres Mal? Ich öffnete meine Augen und sah ein altbekanntes Vulpix vor mir stehen. Doch was noch mysteriöser war, war sein Begleiter. Ich stand Angesicht zu Angesicht. Mit mir selber. Das Leben ist eine Reise. Nicht jeder findet das Ziel. Nicht jeder kommt an den Punkt, an dem ihm das Glück begegnet. Doch man muss weitergehen. Denn nur wer aufgibt, kommt nie ans Ziel. Hydrope hat diese Suche erlebt und er fand sich selbst. Ivy hat diese Suche erlebt und fand ihre Gefühle. Spark ebenfalls. Funkenherz begann ihre Reise und fand den Ernst des Lebens. Wir alle wurden neue Pokémon. Doch ist diese Reise wahrlich zu Ende? Ja und nein. Denn dies ist der Anfang vom Ende. Fortsetzung folgt in Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 6. Rise of Eternal Darkness. Thank you.
Thank you.